Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop. Müssen wir mit dem Mann gleich. Ach, ich finde den Blutmond so geil. Ich bleibe jetzt noch einmal da. Ich lasse ihn noch hier. So, also. Habt ihr den auch gesehen? Ich fand das cool. War mal ganz interessant. So wird er jetzt erstmal für ein paar Jahre dann so nicht mehr zu sehen sein. Also. Ja, Leute. Jetzt schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. Gucken wir mal, was ist da so am. Oh, Mothmando. Ja, der Mothmando. Den finde ich. Der sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, gell? Also irgendwie sieht der so ein klein wenig doof aus, der Mothmando. Und deswegen kriegt der Mothmando von mir auch nur. 5 von 10. So. Die Lampe finde ich allerdings cool. Ich mir vorstelle, du kriegst so einen Lampenschirm so direkt über die Birne gezogen. Die finde ich ganz nice, wie er die sich eingefangen. Auch so die Fliegen, die da um das Licht herumfliegen, ne? Das ist schon ganz nice. Und. Ach so. Genau. Gehen wir nochmal zurück zu dem Mothmando. Sorry. Sorry. Was hat er eigentlich für Benotungen bekommen von euch? So, lass mal gucken. Lass uns mal checken. Lass mal checken, ey. Mothmando, lass mal checken. So, was haben wir da? 3,5 von 5 bei 16 Votes. Mothmando. Ich kann den mal so ein bisschen hier größer machen, ne? Ist, glaube ich, so besser, oder? Sieht besser aus, glaube ich auch. So. Also jetzt auch nicht so überragende Bewertung, ne? Dann gehen wir mal hier weiter. Wie gesagt, Lamp finde ich mega coole Picke. Also finde ich wirklich nice, die Picke. Und deswegen sage ich mal, bekommt die von mir. Was gebe ich denn der? 8 von 10 gebe ich der. So, was hat denn die? Die Lamp. Die Lamp hat 4,44 von 5 bei 9 Votes. Cool. So. Dann haben wir den Flutterbug. Den finde ich natürlich echt geil. Also den Flutterbug finde ich echt cool. Muss ich echt sagen, das ist ein geiler Gleiter. Der sieht auch von hinten cool aus. Mach nochmal, komm. Sieht echt cool aus. Der Flutterbug. Und der kriegt von mir auch 9 von 10. Kriegt der Flutterbug. Was hat denn der Flutterbug hier? Oh. 2,83 von 5, nur 6 Votes. Alles klar. Also euch scheint er nicht zu gefallen. So, hier den Omen. Und der Omen ist eigentlich. Ah, sieht halt aus wie so eine abgespeckte Marvel-Version, ne? Ein DC-Comic. Kriegt von mir, aber ja, sieht nicht so schlecht aus, aber auch nicht so toll, keine Ahnung, kriegt von mir 6 von 10. Was haben wir denn da? 3,15 von 5 bei 87 Votes, 102 Reminders. So, dann haben wir die Oracle Eggs, die sieht allerdings nice aus, das muss ich echt sagen. Die Oracle Eggs, die hat was. Und die Oracle Eggs kriegt von mir 9 von 10. Das ist schon eine fette Picke. Oracle X, was hat die hier? 4,33 von 5 bei 21 Votes. Okay. So, und dann sind wir auch schon hier mit dem Omen Pack durch. Dann sind wir beim Steel Side. Ah, sieht so ein bisschen aus wie so ein Universal Soldier Verschnitt. Weibliche Dolph Lundgren, Steel Side. Und. Ja, was kriegt die von mir? Also jetzt auch nicht so der Oberbringer, sieht aber auch nicht total scheiße aus, kriegt von mir auch 5 von 10. Steel Side. So, was hat ein Steel Side hier? 2,54 von 5. Das war auch wirklich genau die Mitte. So. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Emote. Gucken wir uns mal an, den Boneless. Und wenn ich den Boneless sehe, dann muss ich immer an Vikings denken.
an den Knochenlosen. Den gab es ja laut Mythologie oder laut Saga ja wirklich. Also den Knochenlosen. Wikinger. So, jetzt gucken wir mal. Hier Boneless. Let's start. Aber ich finde, bei dem sieht er nicht gut aus. Bei dem sieht er wirklich nicht gut aus. Wie sieht es eigentlich bei dem aus? So. Dicke, fette Arme, weißt du? So. Sieht's denn aus bei der Wikinger-Lady, wenn wir schon bei den Wikingern sind? Da sieht es irgendwie nicht ganz so cool aus. Komm. Ja, klar, logisch. The Skull Trooper. Boneless und Skull Trooper. Passt ja perfekt. Knochenlose Knochen, Mann. Ja, da sieht es eigentlich ganz cool aus, ne? Mit dem. Muss ich echt sagen. Sieht es denn aus hier mit dem Eiskönig? Bonus für Eiskönig. Nimm Lebkuchen, Mann. Bonus im Leben, also ich finde auf jeden Fall der Boneless, ich fand, der sah jetzt bei den Mädels nicht so gut aus. Gucken wir mal hier bei ihr, ich glaube. Da müssen wir auch noch mal gucken mit dem Skull Ranger, ne? Der Skull Ranger muss natürlich mal. Skull Trooper und Skull Ranger. Jetzt weg. Genau. Ich muss kurz ausprobieren. Nur mal kurz testen. Ich glaube, das geht nicht so. Na gut, also. Also, ja, um es jetzt mal abzuschließen, der bekommt von mir, der Bonus bekommt von mir 9 von 10.
So, und der Bonus hat hier bei euch, was hat er denn bekommen von euch? 4,44 von 5 bei 16 Votes. Okay, cool. Auf jeden Fall interessant. So, dann haben wir den Grill Sergeant und sorry, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit so einem Ding hier durch die Gegend zu laufen. Der Grill Sergeant bekommt von mir 3 von 10. Ich finde die Farben kacke. Ich finde den ganzen Skin kacke. Ich finde die Idee kacke. So, 3,7 von 5 bei 27 Votes. Also Grill Sergeant. So, dann haben wir Night Owl. Finde ich wiederum, sieht ganz gut aus, die Picke. Kriegt von mir 7 von 10. Gucken wir mal bei der Night Owl. Wie sieht es denn da aus? 3,89 von 5 bei 9 Votes. Dann haben wir den Mime-Time. Gibt es da eventuell irgendeinen Skin, wo wir sagen, das könnte eventuell interessant sein? Wobei das beim Skull Ranger jetzt schon cool aussah. Ich glaube, wir hatten es damals auch mit den Knock-Ops gemacht. Und da sah es, glaube ich, mit am witzigsten aus. Ja, also cool. Finde ich auch, oder in meinem Time, finde ich auch mega cool. Und er kriegt von mir auch 9 von 10. So, was hat denn der Mime Time hier an Noten? Aktuell? 3,75 von 5 bei 4 Votes. Ja. Was haben wir denn noch? Den Flying Fish. Ja, sorry, aber 0 von 10 kriegt der Flying Fish von mir. Ich finde, der sieht scheiße aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Und da kann ich nicht mehr geben als das. 0 von 10. Was haben wir da? 2,38 von 5 bei 13 Votes. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite mit, Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.